vor vielen, vielen Jahren haben wir mal gedacht, es wäre schon toll, ein Haus zu bauen. Wir haben natürlich auch Dinge gehört, die sicherlich viele Leute hören, wie, was, das wollt ihr euch antun? Dass wir relativ positiv an dieses ganze Unternehmen herangegangen sind, hing sicherlich auch damit zusammen, dass die Häuser von der Stange, die wir gesehen hatten, uns nicht sehr gefallen haben. Und er soll es bauen. Ein Haus, das ungewöhnlicher ist als all die anderen, die nur von der Stange sind. Für Architekt Michael Wimmer ist das genau die richtige Herausforderung. Er mag es, wenn es ein bisschen knifflig wird. Schon der Anfang gestaltet sich schwerer als gedacht. Michael Wimmer auf dem Weg zur Baustelle. In Eichenau gibt es ja eine Gestaltungssatzung für die Gestaltung von Gebäuden. Und die schreiben vor, dass man Satteldächer baut. Die schreiben vor, wie viele Gauben aufs Dach kommen. Die machen Aussagen zu Dachschrägen. Und deswegen kann aber immer nur eine durchschnittliche Gestaltung entstehen. Und es wird eben vermieden oder es wird eben unmöglich, besondere Dinge zu machen. Und das sieht man natürlich an den Häusern, die sich je nach Alter dann doch sehr, sehr ähnlich ausschauen. Also die Gebäude der 60er Jahre ähneln sich, die Gebäude der 70er und natürlich auch die Gebäude, die heute gebaut werden, die ähneln sich sehr, sehr, sehr stark. Und eben was Herausragendes zu machen, was Außergewöhnliches zu machen, ist also fast nicht möglich. Für das scheinbar Unmögliche findet er ein winziges Schlupfloch. Die strengen Bauauflagen interpretiert er ganz einfach neu. Michael Wimmer, dessen Architekturbüro 03 München bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, ist fast täglich auf der Baustelle. Er legt Wert darauf, dass alle Details stimmen. Ja, müssen wir halt mit dem Element, soweit es geht, nach rechts verfahren. Ja, aber da haben wir ja auch Platz, da ist er noch hinten. Das Budget fürs Haus ist auf 380.000 Euro festgesetzt. Vor allem kleinere Betriebe aus dem Umland wurden engagiert. Sie sind in der Regel schneller verfügbar. Das spart Zeit und Geld. Schreinermeister Richard Bayer hat schon beim Bau des Buchheim-Museums am Starnberger See bewiesen, dass ihn anspruchsvolle Aufgaben reizen. Ich mache überhaupt was gerne, was nicht 0815 ist. Was hier noch das Besondere ist, dass die Fenstertüren halt eine Überhöhe haben, also fast 2,60 Meter hoch sind, was eigentlich nicht die Norm ist und ganz viele Firmen das halt auch nicht machen dann. Also weil die Normhöhe geht bis 238. Und da steht man halt selber dann ein bisschen im Risiko mit der Gewährleistung. Aber man muss halt an sich selber vertrauen, dass das vernünftig gemacht ist. Vernünftige Qualität, aber keinen unnötigen Luxus, wünschen sich auch die Bauherren. Eckhard Helmuth ist Geschichtsprofessor, seine Frau Doris Gymnasiallehrerin. Die Kinder sind aus dem Haus, nur der Hund wird mit einziehen. Deswegen muss die Wohnfläche auch nicht so groß sein. Guck mal, hier haben sie alle schon verputzt. Ach ja. Nicht, das haben sie zugemacht. Das hier drunter läuft die. Was war das? Die Regenrinne. Die wird ja innerhalb des Hauses runtergeführt. Ach so. Ja, klar. Nicht, und das ist die. Anlage ist ziemlich finster hier hinten noch. Na gut, das Anklagezimmer. Mensch, aber das ist ja ein wunderbarer Blick hier. Und wie grün
Man hat das schon erwartet. Also natürlich, wir haben oft das Dach hochgenommen, wir haben die Etagen rausgenommen und wussten, wie die Räume zueinander stehen und wie die Größenverhältnisse sind. Das haben wir eigentlich schon gewusst. Aber es ist natürlich was ganz anderes, da drin zu stehen. Und die Lichtverhältnisse, die kann man natürlich nicht irgendwie antizipieren. Und das Grüne hatten wir auch nicht dabei. Und das Haus ist ja so gestaltet, dass man also diese Durchblicke in die Landschaft hat. Und wenn man das dann live erlebt, ist das schon etwas anderes, als wenn man das Modell vor sich hat. Also hier sind zwei Arbeitszimmer, die gleich groß sind. Und die den Vorzug haben, dass die Wände relativ hoch sind. Die sind ja 2,80 hoch, sodass man also genügend Platz hat, um Bücher zu platzieren. Und also hier herrscht absolute Gleichberechtigung. Mann und Frau haben gleich große Arbeitszimmer. Nicht wie das so häufig ist, dass der Vater dann oder das Familienoberhaupt das große Zimmer kriegt und die Ehefrau das kleine, sondern hier ist es so, dass wir beide identische Zimmer haben. Also hier kannst du dich mit einem Sessel hinsetzen und rausschauen. Genau. Und nach da und da ist alles grün. Das ist schön. Die Helmuts blicken auf alte Bäume und einen kleinen Weiher. Schon bei der Wahl des Grundstücks hat sie der Architekt beraten. Für die attraktive Lage nahmen sie die strengen Bauauflagen in Kauf, obwohl diese ihre planerische Freiheit erheblich einschränkten. Die Familie Helmut hätte sich sicherlich vorstellen können, also ein schönes Flachdachhaus zu bauen. Also es hätte ihrer Haltung oder ihrem Charakter vielleicht durchaus entsprochen. Aber mit dem Grundstück und dem dafür geltenden Bebauungsplan und der geltenden Gestaltungssatzung war es einfach unmöglich, daran überhaupt zu denken. Es hat natürlich auch seinen Reiz, sich mal mit so einer Gestaltungssatzung auseinanderzusetzen, sich daran zu reiben und die Möglichkeiten, die drin stecken, auszuloten. Die Vorgaben lauteten im Detail: ein steiles Satteldach, das Gebäude nicht höher als ein Stockwerk mit Dachgeschoss, die Garage direkt am Haus und festgeschriebene Gaubenabstände. Das ist ja keine ganz einfache Situation gewesen, weil wir zunächst an ein Haus gedacht haben, was anders hätte aussehen sollen. Und dann sind wir mit dem Sachverhalt konfrontiert worden, dass wir ein Satteldach zu bauen haben. Und das hat sich über mehrere Wochen hingezogen. Wir haben hier an diesem Tisch gesessen und darüber nachgedacht, wie das Haus aufgrund der Vorgaben der Gemeinde möglicherweise dann aussehen könnte. Im Gegensatz zu den Nachbarhäusern, die sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Baumaterialien hervortun, steht Haus Helmut für Schlichtheit. Fenster, Gauben und Dach sind aus dem gleichen Material, Edelstahlblech. Kühl, nüchtern und klar. Die aufwendigen Blecharbeiten lehnten erst etliche Firmen ab. Selbst Spenglermeister Sepp Görgmeier sieht in dem Dach eine handwerkliche Herausforderung. Schon allein deshalb, weil es so steil ist und er nur schwer Halt findet. Es ist ein ungewöhnliches Dach, sagen wir so. Also sowas wie die Ausführung von der Rinne, sowas macht man selten. Heutzutage normal hat jeder seine vorhängende halbrunde Rinne und sowas sind schon spezielle Sachen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch zum ersten Mal gemacht, sowas. Es schaut aber wirklich gut aus dann. Also. Wir haben auch das Glück gehabt, es waren sehr gute Handwerker, es waren überwiegend Handwerker hier aus dem Bereich, aus der Gegend, die auch den Baugrund kannten und so weiter. Und das war eigentlich durchweg erfreulich, zumal wir eben alle diese Dinge wie eigene Überprüfungen oder so nicht brauchten. Wir haben uns ja vollkommen verlassen und offensichtlich zu Recht das Gefühl gehabt, uns verlassen zu können, weil Herr Wimmer sich da sehr, sehr große Mühe gegeben hat und das alles unter Kontrolle hatte. Also jetzt frage ich mich, ob diese Haltebleche unbedingt diesen Falz brauchen oder diese Aufkantung. Unten kann man so und so. Ja, den genau. Haben wir oben genauso. Und ja. Da habe ich die Haltebleche ein bisschen schmäler gemacht. Das ist aber eigentlich an und für sich nicht der Sinn der Sache, weil du kannst bloß ganz oben festmachen, ja, und wieder an der Seite unten, da wo man halten soll. Ja. Also das wirkt dann wirklich genau wie an der Senkrechte. Es wirkt auch. Das liegt an diesem Blech dann an. Okay. Also das wird das ganz, so machen ganz schon, ja. Glatt. Auf alle Fälle, weil das wird ein Blech, das geht da rein. Und geht rundherum. Und dann
Also wenn es so ist, dann passt, so habe ich mir es auch vorgestellt. So, also mache ich es auch. Sehr gut. Also das sind jetzt mal die Farbvarianten, die wir ausprobiert haben. Von der Machart her wäre es ganz interessant, man würde also ein Haus schaffen, das also ganz grau wäre. Mir gefällt dieser Ton ganz gut, weil er ein bisschen mehr Wärme hat und ganz freundlich aussieht. Die Sparsamkeit der Materialien setzt sich bei der Farbwahl fort. Ton in Ton mit dem Metall soll der Außenputz sein, damit das Haus als harmonische Einheit wahrgenommen wird. Allerdings ist schwer abzuschätzen, welche Patina das Metall entwickelt. Sicher 5 Jahre dauert es, bis Fensterrahmen und Dach ihren wirklichen Farbcharakter zeigen. Ja, genau, der hier wäre es jetzt, weil die Ziegel eben so rot wirken. Ich finde es schon schwierig, sich das jeweils vorzustellen. Aber da wird man unter Umständen ein bisschen souveräner und gewöhnt sich daran, dass man natürlich immer vorhersehen soll und sich vorstellen, wie das werden wird. Aber einfach ist natürlich nicht, klar. Es sind so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite ist es eine Herausforderung und man freut sich, dass man jetzt seine Vorstellungen realisieren kann. Auf der anderen Seite hat man immer Angst, dass man etwas falsch macht. Und das, so sieht es halt aus. Aber die Garage muss Rendezvous im Küchenstudio. Und wie könnte es anders sein? Auch hier liebt man es solide und zurückgenommen im Design. Vielleicht, weil dem Ehepaar Understatement mehr entspricht als großer Pomp. Das ist ungefähr so lang wie die Gruppe hier. Die Küche ist nicht klein, die hat einen großen Vorteil. Wenn man eine normale Arbeitsflächentiefe von 60, 65 hat, hat man meistens die Hängeschränke ziemlich nah vom Kopf. Weiß und schmucklos ist das Küchenmodell ihrer Wahl. Keine Edelmarke, aber in der Verarbeitung durchaus hochwertig. Für Extravagantes haben die Helmuts ohnehin nichts übrig. Die Küche soll mit dem Rest der Möbel harmonieren. Schon früh hat Michael Wimmer die Einrichtung des Ehepaares intensiv studiert. Er hat sie sogar gebeten, ihre Lieblingsstücke zu fotografieren. Nicht nur die Maße für den Grundriss sind wichtig, die Möbel sind vor allem Bekenntnis zu einem ganz bestimmten Lebensstil. Bei den Helmuts ist es so, die haben wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl an Möbeln. Und die berücksichtigt man natürlich gerne bei der Planung. Es gibt andere Bauherren, da muss man natürlich das Haus um irgendeinen hässlichen Schrank bauen. Also das ist dann eher eine Zumutung. Aber wenn man so schöne, ausgesuchte Möbel hat, dann ist das ja auch so Teil der Identität des Bauherrn. Und da ist es natürlich auch schön, wenn man das dann auch in das neue Haus mitnehmen kann, weil ja das für den Bauherrn natürlich schon auch so ein Stück Heimat bedeutet. Wobei, ich finde, dieses Geländer ist zu massiv. Psychologiekenntnisse gehören natürlich auch zum Repertoire eines guten Architekten. Es gibt hier die Mauer ist ganz nah dran. Und da ist das nächste Haus. Wenn man die Bauherren schon erlebt, die Art und Weise, wie sie sich verhalten, wie sie sich kleiden, worüber sie sprechen, dann bekommt man so das Lebensgefühl der Bauherren mit und über dieses Lebensgefühl zeigt sich natürlich auch so der Charakter. Und dann versucht man einfach, diesen Charakter und dieses Lebensgefühl umzusetzen in Gebäude. Also ein Gebäude, was sozusagen einen Rahmen für dieses Lebensgefühl gibt. Also das war die genau, das ist alles bündig. Sind das Holzrahmen? Und dann endlich, zum Sommeranfang, ist es soweit. Mit dem Gerüst verliert das Haus die letzte Hülle. Der Außenbau ist abgeschlossen. Zum ersten Mal sieht der Bauherr sein Haus. So nackt und unverhüllt und ganz konkret. Das Modell, das er so lange studiert hat, ist jetzt Wirklichkeit.
Ich bin also mehrfach um das Haus rumgegangen, habe es von allen Seiten betrachtet und bin damit hochzufrieden. Es ist auch irgendwie eine interessante Erfahrung, wenn man das zum ersten Mal in seinem Leben ein Haus selbst bauen kann und seine Vorstellungen in einem Maße realisieren kann, wie man es sonst, wenn man etwas von der Stange kauft, wenn ich das so sagen darf, nicht kann. Und nein, ich bin fast enthusiastisch. Die Öffnungen sind unregelmäßig gesetzt. Der Ausblick und nicht allein der Anblick bestimmt ihre Position. Die hervorstehenden Metallrahmen betonen die Fenster. Weder Dachüberstand, Regenrinne noch Rollläden stören die Schlichtheit der Architektur. Völlig außergewöhnlich sind die hohen Gaubenfenster, die bis unterhalb der Traufhöhe eingeschnitten sind. Diese Gauben verleihen dem Dachgeschoss den Charakter eines zusätzlichen Stockwerks und prägen ganz maßgeblich den besonderen Stil des Hauses. Realität holt die Traumhausbauer schnell zurück auf den Boden. Der scheint nämlich feucht zu sein. Parkett lässt sich darauf jedenfalls nicht legen. Die Mineralwolle unter dem Estrich ist eindeutig nass. Das ist voller Ausschlag, also erhöhte Feuchtigkeit. Es darf nicht sein. Normalerweise muss diese Wolle also nach 5 Wochen Standzeit eigentlich ausgetrocknet sein. Bei der Estrichstärke 5 cm sagt man pro Woche, pro 1 cm Estrichstärke müsste es eine Woche dauern, bis der trocknet. Also nach 5 Wochen müsste dieser Estrich trocken sein und unter dem Estrich dürfte sich überhaupt keine Feuchtigkeit finden. Also das ist jetzt völlig unverständlich, warum hier Wasser auftaucht. Also es tropft richtig, ja. Gegen diese extreme Feuchtigkeit helfen jetzt nur noch spezielle Trockengeräte. Ähnlich wie bei einem Föhn wird durch die Schläuche Luft in die Löcher geblasen. Die Luft durchströmt den Boden so lange, bis er trocken ist. Kostenpunkt für die Notaktion 6.000 Euro. Das ist für uns, ich sag's jetzt einfach mal, ärgerlich, weil es war halt ursprünglich nicht so geplant. Ja? Und wir müssen jetzt schauen, dass wir trotzdem die Firmen, die auch also ab Mitte August meistens 2 bis 3 Wochen nochmal Betriebsurlaub haben, wieder so organisieren und so in Reihe bringen, dass wir dann den Einzugstermin eben Mitte September halten können. Ja? Und das ist für uns jetzt schon eine Aufgabe und das ist nicht so einfach, weil jeder sagt natürlich, ich fahre jetzt in Urlaub. Ja? Und die Probleme, die der Bauleiter hat, die sind den Firmen natürlich dann erstmal wurscht. Immerhin zahlt die Versicherung für das Trocknen. Pech nur, dass der Parkettleger in den Sommerurlaub verschwindet. In ein Haus ohne Boden aber können die Helmuts schlecht einziehen. Die alte Wohnung ist bereits gekündigt. Zum Schluss muss man einfach die Nerven behalten und das mit einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen. Man muss den Umzugsunternehmer abbestellen, einen neuen Termin festlegen und irgendwann möchte man dann auch in sein Haus einziehen. Die Umzugskartons ziehen heute schon ein. Eckhard Helmut und seine Frau müssen vorerst bei Freunden unterkommen. Labrador Sam kommt in die Hundepension. Um aus der Not eine Tugend zu machen, fahren sie kurz entschlossen in den Urlaub. Atlantikküste statt Umzugsstress. Im Haus ist es die Sommerwochen über seltsam still. Keine Maschinen, keine Handwerker. Im Herbst sind alle wieder zurück. Das Haus bekommt endlich seinen Boden. Industrieparkett aus Eichenholz, mit schwarzem Öl eingelassen. So dunkle Farben verwenden die Parkettleger selten. Und besonders dieses Schwarz ist tückisch.
Da dem Öl ein Härter zugemischt ist, trocknet es extrem schnell. Das macht das Einarbeiten äußerst mühsam. Es muss sehr zügig gewischt werden, damit keine Flecken entstehen. Weil die Viskosität zudem geringer ist als bei reinem Öl, zieht die Farbe nicht gut ein. Am Ende fehlen bis zum Einzug nur noch ein paar kleine Details. Neue Deckenlampen für den Flur und weiße Wände im ganzen Haus. Das Lieblingsmodell ist schnell gefunden. Eine italienische Designerlampe der Firma Luce Plan. Ein Klassiker, den es schon seit 20 Jahren gibt. Der Schreiner passt derweil das Treppengeländer ein. Das Besondere daran, das Geländer ist gleichzeitig auch Wandverkleidung. Geschickt verschwindet dahinter der gesamte Treppenaufbau. Der Professor bleibt beim Lampenkauf seinem alten Motto treu. Und eben so ein extrem schlichtes Design. Weniger ist mehr. Wunderbar. Okay, danke schön. Und dann ist der lang ersehnte Tag endlich da. Die erste Nacht haben die begeisterten Bauherren schon in ihrem neuen Haus verbracht, auf einem Matratzenlager. Denn die Möbel kommen erst heute Morgen. Da liegt so eine Holzpalette. Über 2 Jahre hat Eckhard Helmuth einen Großteil seines Besitztums nicht mehr gesehen. Als er von Trier nach München zog, fand sich so schnell kein neues Haus. Was nicht in der Zwei-Zimmer-Wohnung Platz fand, wurde zwischengelagert. Das sind die großen. Sind das kurze oder große? Die kurze. Die große kommen ins Wohnzimmer. Mit den Regalmodulen von Dieter Rams, dem bekannten Braun-Designer der 60er Jahre, ist der Professor schon oft umgezogen. Sogar die Wände hat er hier nach den Maßen des Regals planen lassen. Leider hat das Zwischenlager an den über 30 Jahre alten Designerstücken Spuren hinterlassen. Die haben das so verklebt, dass die Folie hier hängen geblieben ist. Das ist wirklich ärgerlich. Ich meine, man kriegt es hin, aber... Sohn Christian steht dem Vater bei solch kleineren Katastrophen mit Geduld und Tatkraft bei. Da musst du aufpassen, das ist Lack. Das schwerste Teil kommt ins Esszimmer. Der Weg dorthin ist zwar kurz, die Möbelpacker sind trotzdem bestrebt, das gute Stück möglichst rasch abzusetzen. Da links. Ein Geschenk des Großvaters ist das Klavier. Und nun kann sich der Enkel wieder daran erfreuen. Weitere Erinnerungsstücke werden ausgepackt. Das Ölgemälde kommt aus England. 10 Jahre haben die Helmuths dort gelebt. Das Kunstwerk, das sie ursprünglich nur zum Andenken gekauft haben, ist inzwischen im Wert sehr gestiegen. Ja, guck mal, hier ist Farbe dran. Oh, Scheiße. Ja. Umso ärgerlicher, dass das Einlagern auch hier nicht folgenlos war. Das Bild muss zum Restaurator. An den Regalen dürfen sich Vater und Sohn selbst abmühen. Mittags kommt die Hausherrin vom Unterricht am Gymnasium. Noch gleicht das Traumhaus eher einem Schlachtfeld als dem perfekten Heim. Ja gut, das haben wir schon, das sieht man ja nicht. Nee, die hängen nicht hier, guck, das Loch zu groß und den nächsten kriegen wir nicht ran. Nach solchen Katastrophenmeldungen ist sie froh, dass sich zumindest der Sohn jugendliche Gelassenheit bewahrt. Der hat auch schon bei den vergangenen Umzügen immer für Ruhe gesorgt und dafür, dass wir nicht überschnappen oder einfach nicht zu nervös werden.
wunderbar, da ist es ja. Ha! Oh Gott. Mhm. Oh, passt ja gut hier hin. So, da haben wir's. Oh. Die Kinder waren 2 Jahre lang quasi immer nur so kurzfristig zu Besuch. Weil wir 2 Jahre lang in einer ganz kleinen Wohnung gewohnt haben. Das sollte ja erst ein gekauftes Haus sein, ja, haben wir erzählt. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir weder ein ordentliches altes Haus finden konnten, noch eins von einem Bauträger kaufen wollten, weil wir fanden, dass die sehr teuer waren für das, was man geboten bekam. Und weil wir fanden, dass wir eigentlich da uns wahrscheinlich immer geärgert hätten, weil uns so diese Lösung, selbst was zu bauen, viel besser geschmeckt hat. Und das war, jedenfalls sind wir jetzt davon überzeugt, auch wirklich eine gute Entscheidung, weil wir so ein Haus niemals hätten kaufen können. Inzwischen ist es Winter geworden. Schon 2 Monate wohnt die Familie im Haus. Die Möbel haben ihren Platz gefunden, die Bücher sind einsortiert und die Hausbesitzer fangen an, sich einzuleben. Die klare Linie und radikale Nüchternheit des Hauses setzen die Helmuts auch innen konsequent fort. Funktional und klar sind die Räume gestaltet. Zurückgenommene Eleganz prägt den Einrichtungsstil, genauso wie die Gesamtarchitektur. Es ist das erste Wohnhaus, das Michael Wimmer von Anfang an konzipiert und bis ins letzte Detail zu Ende gebaut hat. So, ich gehe mal vorne. Ein wenig bleibt es deshalb auch für immer sein Haus. Obwohl inzwischen auch Labrador Sam sein Territorialclaim gesetzt hat. Wenn sich's im Wesentlichen auf das beschränkt, Eckart Helmuth vertraut auch bei Fragen der Inneneinrichtung auf den Architekten. Dass man was macht, was also dieser länglichen Ausdehnung entspricht und von der Höhe her. Also diese sogar Probewohnen dürfte Michael Wimmer, wenn das Ehepaar mal im Urlaub ist. Eine seltene Gelegenheit für einen Architekten, sein Werk auch mal zu erleben und die Wohnqualität live zu prüfen. Schließlich ist der Alltag die beste Bewährungsprobe für ein Haus. Eine ganz wichtige Sache war ja diese Idee, wenn man in einem Haus ist, dass man diese Ausblicke hat, raus in die Natur, in die Flächen hinter dem Haus, die unverbaubar sind. So dieses Fenster am Ende der Treppe oben im ersten Stock, man kommt hoch, kann sich nach rechts wenden und sieht dann hinten auf den Weiher. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall funktioniert. Man merkt das ja auch schon an den Bauherren. Also die haben gleich also den Sessel hingestellt, obwohl sie darüber immer erst ihre Witze gemacht haben und gar nicht geglaubt haben, dass es wirklich funktionieren kann. Aber es ist so, also der Sessel kam sofort dahin. Und die sitzen da jetzt auch schon ganz munter und nutzen den Platz so zur Erholung und zum Lesen. Und das freut einen natürlich, wenn es dann so geklappt hat. Schlicht, zurückgenommen, einfach. Ja, und hell und doch auch geräumig. Ne? Und ohne Kinkerlitzchen, ohne Schnörkel. So ein Haus, was uns sehr ruhig vorkommt. Und wenn man das Haus durchwandert, habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass man hier angekommen ist. Zehn Jahre sind vergangen und wir kehren noch einmal zurück. Was hat sich verändert in dieser langen Zeit?